Recht herzlich willkommen zur 12. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja. Ja, wir hatten letztes Mal gesehen, Franzosen oben rechts, Spanier unten links und wir können hier was machen. Mal gerade, der war jetzt gerade so viel gejingelt. Nationale Ideen können wir hier machen. Okay, bringen wir mal voran. Nationale Ideen, das ist doch schon mal. Jetzt können wir eine Ideengruppe auswählen. Guck mal an. Ist doch auch super, oder? Freies Feld haben wir jetzt. Und da können wir jetzt entscheiden, was wir hier machen, ne? Ja, gut. Innovationsideen hätten wir hier. Patron der Künste. Pragmatismus. Söldnerkosten minus 25. Dynamischer Hof. Inflationskosten weniger. Weniger Kriegsmüdigkeit. Anführer Unterhaltungskosten ein. Okay. Dann haben wir religiöse Ideen. Ah, das mit den religiösen Ideen. Mission. Nahe einer. Stabilitätskostenmodifikator. Ja. Expansionistische Ideen. Hier ist es Bürokratie. Ja, wir bräuchten Geld und wir wollen auch expandieren. Ne? Hier gibt es einen zulässigen Kolonisten. Wir können uns aber im Prinzip keine zusätzlichen Kolonisten leisten. Der Händler wäre natürlich sehr schön, aber mehr Kolonisten bedeutet, wir müssten mehr kosteneffizienter sein. Handelsideen, da gibt es mehr Händler. Entdeckerideen. Ja, da gibt es wieder einen Kolonisten dazu. Bringt uns aber in Anführungsstrichen nichts wegen der Geschichte mit dem, ne? Zu wenig Geld. Wie ist es mit dem Geld? Hier ist ein Säckel. 067. Sind zwar hier jetzt voll ausgelastet. Hier sieht man, 2 Taler kosten uns das. Wenn wir jetzt noch einen machen, sind es wahrscheinlich 4. Wo willst du die 4 hernehmen, um das zu schaffen? Dafür müssten wir definitiv mehr Einkünfte haben. So, und die können wir nur kriegen, indem wir hier ein Feld auswählen. Wirtschaftsideen zum Beispiel, ne? Steuermodifikator, Baukosten minus 20, Inflationsreduktion, Zinsen minus. Das erscheint mir jetzt auch nicht gerade so prickelnd, oder? Administrative Ideen. Söldnerkosten, Kosten der Kernprovinzenerstellung, okay. Söldnerunterhaltsmodifikation. Zinsen. Söldner mehr. Mögliche Berater mehr. Ja, das ist aber auch nicht. Religiöse Einheit, okay. Also Unruhen. Toleranz der Heretiker. Das ist auch alles hier nicht. Das haben wir gerade abgeschminkt, das ist auch nicht hier. Also administrativ ist eigentlich nicht unbedingt jetzt der Bringer. Embargo-Effizienz plus 25. Freibeuter-Effizienz, ja. Spionageabwehr. Ich glaube, das ist auch alles nichts, was wir brauchen. Was haben wir hier? Diplomatische Ideen. Ein Diplomat dazu, diplomatischen Unterhalt. Kosten für das Senken der Kriegsmüdigkeit. Beziehungen verbessern. Auch nix. Globaler Handelseinfluss plus 10%. Da kommen Händler zu. Reichweite 25. Handelseffizienz plus 10. Noch ein Händler. Macht der Karawane. Also das ist momentan am sinnigsten schon bald, ne? Kolonist. So, nach der neuen Welt, da sind wir schon.
Übersee erforschen, okay. Wenn das dann Europa ist. Seebären. Wir haben überhaupt keine Schiffe, da sind wir ganz weit hinten. Einnahmen durch Vasallen haben wir nicht. Anspruch hingekostet, Kosten mit thematischer Annexion, ja. Deswegen ist alles nicht so wirklich jetzt, was wir brauchen, ne? Was haben wir hier? Verfügbarer Söldner, 50%. Moral. Nationale Unruhen. Tja. Das ist alles nicht. Landentführer, Nahkampffluss 1. Regiment, Rekrutierungsgeschwindigkeit. Landanführer. Das ist alles nix. Defensive Ideen sind. Ja. Moral der Armee. Das ist jetzt auch nicht, was ich sagen würde, das brauche ich. Tja. Qualitätsideen waren es auch nicht, Quantitätsideen werden es genauso wenig sein. Seemachtideen, ja super, wir haben keine Seemacht. Also spricht alles hierfür, ne? Händler dazu. Ich glaube, wir können das nehmen. Ja, komplett freigeschaltet. Gibt es solche Sachen noch dazu? Gut. Kolonien bringt es uns nicht. Wir nehmen das. Nationalsteuermodifikator plus 10. Oder, warte mal, einer von diesen beiden. Der wäre ja auch noch möglich, ne? Baukosten minus 20. Inflationsreduktion. Zinsen. Ich glaube, es ist schon dieser hier besser. Ja, wir nehmen den und gut ist. Okay, da ist ja schon ein ganz schön Stück grüner Balken, ne? Okay. Jo, dann lassen wir mal weiterlaufen. Wenn es angehört von Aventisch, Amish, die auch nicht, die wollen wir auch nicht, und die wollen wir auch nicht. Wir können noch einen Berater, klar, können wir, wollen wir nicht. Feinde sind die Huron. Gut. Wir verbessern die Meinung zu Frankreich. Plus 90. Ja. Gut. Das wollte ich nicht anklicken. Wir wollen jetzt aber gucken, dass wir hier vorankommen. Wie weit sind wir denn hier? Zur Hälfte. Bedeutender Mann ist gestorben. Keiner von uns. Da können wir mal die Einbewohnung niederschlagen. Alles gut. Da können wir irgendwo was investieren. Okay. Handelsideen. Das war jetzt. Globaler Handelseinfluss. Ja. Machen wir, ne? Geschäftspraktiken haben wir jetzt. Diplomaten. Ja, möchten wir Diplomat abziehen. Ja, und das ist das, dass wir das gekriegt haben. Jetzt können wir mal gerade beim Geld reinziehen. Oh, das hat sich richtig rentiert, oder wie sehe ich das? Das ist ja nicht schlecht, ne? Finanziell ist das besser. Okay, da geht's voran.
Da können wir nichts machen, alles gut. Und wie viele Truppen können wir zurzeit haben? 14 von 19. Okay. Die haben 10, ne? Die sind verbündet mit Bekotisch. Sind das die? Nee. Sind das die, ne? Ja. Das wäre wieder so eine Zwei-Fronten-Geschichte. Da oben wieder unten, ne? Bringt uns nicht weiter. Franzosen sind da gerade mit dem Schiff lang gefahren. Speichert. Ah, verbündet mit Cherokee, Krek und Pegotisch, okay. Dann können wir hier ausruhen. Oh, die Franzosen sind hier rüber. Okay. Das bedeutet, guck mal, haben sie schon komplett. Kommen uns also relativ nah schon. Sehr gute Nachrichten. Macht 25 in... Okay. Was machen die Spanier hier unten? Ah, die sind auch schon größer geworden, ne? Schon drei Ländereien, die sie jetzt haben. Gut. Ja, wenn das dann die Nachbarn sind, dann müssen wir gucken, dass wir hier hoch weiterkommen, ne? Aber ich wollte hier zumachen, ne? Ja, wie weit ist es? Oh, geht schon. Keine Eingeborenen gibt's da mehr. Und 782 haben wir schon. Geht, ne? Na, da haben wir einen Toten. Ist keiner von uns? Nein. Das geht noch nicht. Hier sind wir gleich da unten soweit. Nee, wollen wir nicht, aber hier können wir was machen. Befestigtes Haus. Einziges Truppenlimit. Bringt's mir jetzt nicht. Diplomatisch geschickt ist auch nicht meins. Vorlevel, da geht mir das auf. Spiel in Pause, können wir erst zu Ende gucken, ja. Ja, Bewässerung ist wahrscheinlich das, was wir machen müssen. Das brauchen wir nicht. Die Bewässerung ist es, wenn. Den machen wir gerade an der Seite. Da geht's nicht mehr und da haben wir schon. Und 012 ist, so wie es aussieht, das Beste, ne? Da wird's noch mehr geben, aber das ist schon nicht mehr möglich. Gut, haben wir das. So, manche reisen, manche bleiben. Ressourcen und Wissen vorzuschlagen, was sagen die? Okay, erhalten 10 Prestige. Haben wir denn da noch was offen mit einem Ziel? Beziehungen reparieren. Okay, Mikanakusch und okay. Ja. Das können wir eigentlich nicht nehmen, weil hier, ne? Das erreicht werden muss. Wie ist denn der Stand der Dinge?
Diplomatisches Geschick wäre jetzt auch nicht so das Entscheidende, ne? Plus 5. Müssen wir noch verbessern. Beziehung verbessern. Senden. So. Hören wir uns das an. Ja, dann lass immer so, wie sie sind. Deren Pech, ne? So, hier ist Gebäude, wird gebaut. Kolonisten sind 849, das heißt, das steht gleich. Und dann können wir da weiter hochgehen, ne? 1, 2, 3. Ja, ist egal, ob da oder da. Dann würde ich schon vorschlagen, darüber zu gehen, ne? Da müsste man gerade noch gucken, was da handelstechnisch irgendwie was Sinn macht. Okay, das auf jeden Fall hier. Aber ob den oder den spielt dann keine Rolle, ne? Nur da sind wir direkt an den Hochroden. Dann würde ich sagen, gehen wir den anderen Weg, bevor es da Ärger gibt. Hier ist noch nichts machbar. Automatisch speichern gerade. Gut. So, gleich ist es tragbar. Die können schon mal darüber marschieren. Unsere Einheiten haben Verluste erlitten. Wo war das denn? Okay. Und 968. Wird gerade nicht mehr, ne? Oder wie sehe ich das? Oder minimal nur. Okay. Wenn die Truppen da drin steht, geht das besser. Bündnis wollen wir nicht. Gucken wir mal. Ist dem so? Nicht wirklich. Okay. Gut. So. Die Kolonie lebt. Und da können wir Kolonisten hinsenden dann. Was macht das Geld? 1, oh, 2. Vielleicht könnte man sich jetzt den zweiten Kolonisten leisten, ne? Aber wir haben nur einen. Dann machen wir mal. Staatskasse oder das? Mach mal grad zu, damit der Krach weg ist. Ja. Da halten wir überall 25 Macht. Hier halten wir 18 Kröten. Ich glaube, das untere ist das bessere. Das haben wir gewonnen. Das ist auch klar. So, da haben wir 41 Kolonisten. Können wir schon wieder was machen. Mit Bewässerung zum Beispiel. 16, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Geht auch noch was anderes hier. Lokale Produktionseffizienz würde gehen. Bringt finanziell aber weniger. Was ist hier mit Feuer? Machen wir. Das und machen wir da. Gut, läuft. Schrecklich. Pockenseuche wieder. Das müssen wir noch zur Kernprovinz machen. Okay. Was passiert hier? Bündnisangebot. Föderation. Föderation brauchen wir nicht. Hier geht's rund. Handelsideen. Oh, da gibt's einen Händler jetzt aber. Jetzt haben wir einen dritten Händler. Gut.
So, den müssen wir jetzt aber auch wirklich dann irgendwo hinschicken, ne? Oh, da ist wirklich einer weniger jetzt. Deswegen haben wir auch so mehr Taler gekriegt, ne? Handelsmoral der Flotten. Ich würde dann sagen, das hier, oder? Oh, wir haben das erreicht, oder? Unsere Aufgabe ist erfüllt. Gut, da ist es dann runtergegangen. Das ist gut. Da brauchen wir was Neues, ne? Machen wir gerade hier. Die Huronen haben mehr Kämpfer wie wir. Okay. Häuf Geld an. Was wollen wir? Mehr haben als 86,2. Ja, da ist doch schon mal was, was wir nehmen sollten. Und hier? Okay, das ist die Provinz, alles klar. So, lass weiterlaufen. Jetzt brauchen wir 86 Taler, die müssen wir zusammenkriegen, sollte aber auch funktionieren. Jetzt ist die Frage, ob wir besser hier nachgehen. Etchemins? Ne, die sind ja auch da, die Franzosen, ne? Aber guck mal, wie schnell das geht. Achso, wir müssen noch unseren Händler losschicken. Handel. Ja, einen dahin, ne? Unterwegs. Ist da. Oh, in der Karibik wird es mehr gehen, ne? Kommen aber nicht hin, glaub. Oh. Verlieren wir Stabilität. Wir haben drei, könnten wir uns leisten. Komm, machen wir. Speichert er wieder? Da schöpfen wir ab. Und da auch. Ist nicht das meiste, aber es ist was. So, da ist ja wieder was passiert, oder? Ne, doch nicht. Aber wir haben jetzt 2,05 die Bilanz. Das hört sich doch richtig gut an, oder? So, Nachbarn. Die Franzosen breiten sich dort noch aus. Und die Spanier kommen da auch. Und da gibt es dann neue Spanien. Aber woanders ist nichts, ne, oder? Nicht, dass da nachher irgendwo, ne? Ein Problem besteht. Hier ist aber auch schon andersfarbig, oder? Kann man auch nicht sehen. Gut, was ist hier? Manche reisen, manche bleiben. Ja, die brauchen wir nicht, ne? Zock, nehmen wir Prestige. Okay. Häuptling. Da ist nix. Der Händler, oha, da, keine Ahnung. Oder erhalten das. Ja, statt in Kraft. Während seines Entscheidungsverfahrens hoch geschätzt wurden, haben Vorschläge der letzten Zeit viele einflussreiche Menschen dazu gebracht, seine Philosophie in Frage zu stellen.
Tja. 50-50 Joker ziehen wir, ne? Komm, wir machen das und ist gut. Nehmen wir 9. Moral der Flotte brauchen wir nicht. Ah, da kommt schon was Neues rein. Aber alles nicht schön, ne? Militärzugang. Militärzugang. Stopp, wer ist das? Großbritannien ist angelandet. Das ist gut. Also gut ist es nicht wirklich, aber. Oh, keiner mehr da. Wir müssen mal gucken, dass wir einen neuen kriegen, ne? Produktionseffizient, hört sich gut an. Fälle, das sind gute Neuigkeiten. Okay, weiß nicht, ob die so gut sind. Da müssen wir warten, bis ein anderer kommt. Das gefällt mir nicht. Mir gefällt aber, dass die Engländer da sind. Also wirklich nicht, aber. Wie weit sind wir hier? Nicht so weit. Ich würde jetzt lieber hier kolonisieren. Und die Frage, das oder das? Ich glaube, wir machen das da, brechen dort ab und machen das hier. Senden. Truppen kommen dahin. Wir haben Patronen unseren Kontrolle über den Flammen. Genau, das haben wir auch. Da ist was passiert. Da ist nichts passiert. Gut. Truppen kommen und es geht vorbei. Oh nein, gewonnen. So. Gegen Großbritannien. Ah, super, ne? Egal, aber das kann ich jetzt nicht hier irgendwie. Wir müssen gucken, dass wir jetzt hier weiterkommen, und zwar hier unten. Das heißt, wir haben ihn noch nicht als Nachbarn, wir müssen erst dieses Land noch kriegen. Hier tut sich wahrscheinlich nichts mehr, das fällt zurück, oder? 395, müssen wir mal schauen. Ich möchte kein Bündnis. Oh, wir müssen Dingens einen Anführer rekrutieren. Naja. Und dann können wir den hier mal einsetzen, ne? Gut. Läuft. Wir müssen noch ein bisschen Geld sparen. Weil wir diese Aufgabe noch haben. Kolonialreichweite, das brauchen wir nicht. Ja, oh. Sie haben uns beleidigt, Miamisch. Wo sind die Miamisch? Hier sind die, ne? Links. Ja. Was machen wir mit denen, ne? Die haben Bündnis mit. Pequotisch. Pequotisch war hier, ne? Ja, das können wir dann mal knicken. Da ist nix. So. So, diplomatisch müssten wir mit denen hier mal ein bisschen besser klarkommen, glaube, ne? Geht aber gerade nicht, weil wir die Beziehung irgendwo anders schon verbessern.
Tja, ich glaube, wir können das da abbrechen dann, ne? Okay, da geht was. Handelsideen. Machen wir. Gut, Geld können wir machen. Wir brauchen aber erst 86. Okay, warum wird das jetzt gerade weniger? Stabilität haben wir 2, brauchen wir nicht. Dann nehme ich jetzt das Gold, um dann an die 86 oder wie viel es auch immer war, besser ranzukommen. Abgespeichert. Ne, wollen wir nicht. Möchte gerne die Beziehung mit den Engländern verbessern. Gut. Wollen wir nicht. Hier nochmal gerade hin, gerade reingeguckt. Ziel ist... Oh. 94,8, also mehr gewonnen, ne? Kann das sein? Okay, kriegen wir aber auch noch hin. Ist unsere Bilanz gerade schlecht, dass das weckt, oder was? Ach, ich weiß warum. Ich weiß warum. Aber die Kolonie wächst. Ja. Dann müssen wir das anders machen. Ich setze den Armeeunterhalt gerade runter. Und hier machen wir ein bisschen weniger, dass es so geht. Gut, ein Drittel. Gute Neuigkeiten. Pilze gibt's da. 334, 459. Wie ändert sich das? Steigt. Gut. Und hier wird es auf jeden Fall jetzt nicht mehr weniger. Ist auch gut. Die Franzosen breiten sich wie aus? Speichert. 10 Prestige verlieren wir da und da. Die militärische Geschichte ist jetzt hier, sieht man ja nicht so wichtig, ne? Obwohl, das können wir schon wieder machen, ne? Okay. Der uns das gar nicht erzählt. Werkstatt. Dann mach ich mit. So. So, die Franzosen sind da oben. Die Spanier da, die kommen immer weiter vor. Okay. Was haben wir hier? Und das können wir auslaufen lassen. Einheitentypen können wir ändern, okay. Veraltete Einheit war Pollenträger und indianische Bogenschütze. Was war das hier? Nahkampf, Moral und Technologie, Fernkampf. Oh nein, okay. Ja, sieht danach aus, als ob ich den Oberst nehmen sollte, oder? Ja, ich nehme den. Den lassen wir mal da, den Diplomaten. So, tendenziell ist hier schon mal alles am Steigen, das ist gut. Geld ist mittlerweile minus geworden. Nochmal reingucken, okay. So, wieder machen. Moral der Truppen ist natürlich gerade nicht gut.
Aber wird schon noch werden. So, aber ich denke, wir machen jetzt eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.